eine große Ehre, gerade bei so einem großen Verein in der Hall of Fame beizutreten mit all den anderen großen Persönlichkeiten. Große Auszeichnung für einen ganz Großen in der Geschichte des FC Bayern. Bastian Schweinsteiger wurde am Montagnachmittag in der Erlebniswelt als 18. Mitglied in die Hall of Fame des FC Bayern aufgenommen. Das ist ein toller Moment für mich. Ich bin sehr stolz darauf, hier auch zu sein. Gerade da ich ja auch aus der Gegend komme, das bedeutet mir das sehr, sehr viel. Die herausragende Bedeutung von Bastian Schweinsteiger für den FC Bayern und dessen besondere Beziehung zum Verein wurden auch vom Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Präsidenten Uli Hoeneß hervorgehoben. Er war eigentlich immer so Mr. Bayern, würde ich sagen. Er ist in Kolbermoor groß geworden, bei uns dann in der Nachwuchsmannschaft groß geworden, hat dann eine große Karriere bei Bayern München gemacht. Basti hat ja, war immer ein Lausbub und hat alle kleinen und größeren Fehler gemacht, die man ein Lausbub machen kann. Und da haben wir im Club eben auch dazu gehört, ihn auch immer wieder in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, das hat ihm ganz gut getan, denn aus ihm ist ein fantastischer Fußballspieler geworden. Bereits am Montagvormittag wurde Schweinsteiger im Amtssitz des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder eine große Ehre zuteil. Der 34-jährige gebürtige Oberbayer wurde im festlichen Prinz-Karl-Palais in der Staatskanzlei mit dem Bayerischen Verdienstorden ausgezeichnet. Ja, erstmal ein ganz besonderer Moment für mich als richtiger Bayer, auch so einen Orden entgegennehmen zu dürfen. Steht bei mir ganz weit oben in der Liste und ich bedanke mich wirklich sehr beim Ministerpräsidenten und bei allen, mit denen ich so einen Moment teilhaben dürfen. Ich bin wirklich überwältigt. Überwältigend dürfte nach den besonderen Auszeichnungen am Montag dann auch das Abschiedsspiel am Dienstag für Bastian Schweinsteiger werden. Ich freue mich auf den Moment, wieder in der Allianz zu sein, die Fans zu sehen und auch den Moment mit meinen neuen Mitspielern zu teilen und auch meine Ex-Mitspielern von Bayern München wieder zu treffen. Sebastian Rudi wird beim Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger nicht mehr dabei sein. Der Mittelfeldspieler wechselt zum FC Schalke 04. Der FC Bayern bedankt sich beim 28-Jährigen für seine Verdienste und wünscht ihm alles Gute. Rudi war vor einem Jahr zum deutschen Rekordmeister gekommen und hatte in der Saison 2017-18 den Meistertitel mit den Bayern gewonnen.